Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf dem Dresdner Neumarkt. Hinter mir sehen Sie die Frauenkirche, die kennen Sie. Ich möchte Ihnen heute aber eine ganz andere Attraktion hier am Neumarkt vorstellen, das Verkehrsmuseum Dresden. Und das Verkehrsmuseum Dresden befindet sich im Johanneum. Das Johanneum war früher mal der Stall des Schlosses und ist heute die Heimat eines der größten Verkehrsmuseen Deutschlands. Und wir gehen da jetzt einfach mal zusammen rein. So, wir sind jetzt hier im Verkehrsmuseum, im Johanneum. Ich hatte es ja vorhin schon erzählt, das war früher mal der Stall des Schlosses und genau hier hinter mir sieht man jetzt auch schön eine Darstellung, wie das hier eigentlich mal aussah. Also hier standen 124 Pferde in diesen Räumen und die waren für die Versorgung des Sächsischen Hofes zuständig. Und heute ist es eben ein Verkehrsmuseum. Wir zeigen hier die Geschichte des Verkehrs in Deutschland in verschiedenen Ausstellungen und gerade hier sind wir jetzt im Bereich des Straßenverkehrs, die Geschichte des Straßenverkehrs, die eben auch lange Jahre dominiert war, natürlich von zu Fuß gehen oder eben pferdebespannter Mobilität, deswegen ja auch eben das Pferd hier hinter mir und auch diese schöne Gläserkutsche, die hier aus Dresden ursprünglich stammt zum Ende des 19. Jahrhunderts. 1817 passiert dann aber was ganz Entscheidendes und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam eben an. 1817 entwickelt Karl von Drais die Laufmaschine. Das ist dieses Teil hier, erinnert ein bisschen an ein Fahrrad, hat aber so direkt mit dem Fahrrad eigentlich nicht so viel zu tun. 1817 entwickelt er diese Laufmaschine und das ist ein revolutionäres Fahrzeug, denn es ist das erste Fahrzeug in der Menschengeschichte, das sich jetzt ohne Tiere bewegen kann, mit dem ich aber deutlich schneller bin als zu Fuß und somit das erste Fahrzeug, das mir individuelle Mobilität als Mensch ermöglicht. Und geübte Laufradfahrer konnten damit durchaus so schnell unterwegs sein, wie man damals mit einer Postkutsche unterwegs war. Ironie der Geschichte, das führte sehr schnell gleich zu vielen Konflikten in den Städten mit Fahrradfahrern und mit Fußgängern und mit anderen Verkehrsteilnehmern, sodass diese Fahrzeuge sehr schnell aus den Städten wieder verbannt wurden und verboten wurden. Wie das sich zukünftig mit den Elektrorollern, Sie kennen die, die sind heute ganz neu im Straßenverkehr und verursachen auch viele Konflikte, wie sich es also mit den Elektrorollern weiterentwickeln wird, das werden wir sicher in den nächsten Jahren sehen. Ja, wir sind jetzt hier in den 30er Jahren in unserer Ausstellung zur Geschichte des Straßenverkehrs. Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sind eine Zeit, in der es schon einige Automobile gibt, noch viel, viel mehr Motorräder, Fahrräder, also die Mobilisierung der Gesellschaft hat wirklich jetzt begonnen und wir haben hier schöne Beispiele aus dieser Zeit, wie beispielsweise diesen BMW AM1. BMW ist eine Firma, die tatsächlich erst jetzt 1932 beginnt, eigene Autos zu bauen. Und zwar nicht in München, wie man sich denken könnte, sondern in Eisenach. Dort wird das Dixi-Werk übernommen und dann eben das eigene Auto der AM1 gebaut. Und der AM1 war so, was wir heute als Mittelklassefahrzeug bezeichnen würden, ein Auto für 4 Personen, auch für Überlandfahrten ganz gut geeignet. Aber da war natürlich eine genauso große Bandbreite wie heute auch. Es gab auch sehr exklusive Fahrzeuge und auch das haben wir hier. Wir haben hier einen Röhr Typ 8F. Ein sehr, sehr seltenes Exemplar. Von den Röhrs gibt es heute nur noch knapp 20 Autos, die überhaupt erhalten sind. Damals eines der teuersten Autos, das man sich überhaupt leisten konnte. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben wollte, dann hat man sich auch noch die Karosserie von einem speziellen Karossier anfertigen lassen. In dem Fall hier vom Gläser Karosseriebau hier aus Dresden. Gläser hatte ursprünglich mit Kutschenbau begonnen. Wir haben da hinten vorhin die eine Kutsche gesehen, die stammte von Gläser, die ist direkt hier neben der Frauenkirche gebaut worden. Später dann ab 1903 eben auch Karosseriebau für Autos. Und das hier ist so ein schönes Beispiel, das ist ein absolutes Einzelstück. Das wurde für den Kaufhauskönig Rudolf Renner hier in Dresden 1933 gebaut.
würde heute, wenn wir das mal so umrechnen, bestimmt 300.000 Euro kosten und war natürlich ein sehr, sehr exklusives Fahrzeug. Was wir aber auch machen, wir zeigen nicht nur Objekte hier, wir zeigen nicht nur Fahrzeuge, wir haben sehr viel Audio, Video, sonstiges Material, aber wir haben auch diese kleinen Periskope hier, mit denen man eben Zukunftsvisionen aus der Vergangenheit sich ansehen kann. Zum Beispiel hier, wie 1935 das Autobahnnetz eigentlich mal angedacht war für das Deutsche Reich. Und wenn man sich das heute so anguckt, der Unterschied ist gar nicht so groß zu dem, was wir heute nun jetzt vorfinden. Ja, wir sind wieder ein Stückchen weiter in der Geschichte. Wir sind jetzt hier in der Zeit der DDR und das ist eine Zeit, die für uns im Verkehrsmuseum eine große Rolle spielt. Wir zeigen, wie die Mobilität zu Zeiten der DDR stattfand und ein wichtiges Fahrzeug dazu ist natürlich der Trabi, den wir hier direkt neben uns sehen, der Trabant, ein Auto, das Anfang der 60er Jahre entwickelt wurde und dessen Spezialität ja war, dass es eine sogenannte Duroplast-Karosserie hatte, also eine Karosserie aus Baumwolle und Phenolharzen, die zusammengepresst wurde und die letztlich gleiche Eigenschaften wie Blech hatte. Dieses Fahrzeug wurde bis zum Ende der DDR gebaut. Es war immer begehrt, es war der Volkswagen der DDR. Und man musste auch sehr, sehr lange auf dieses Auto warten. Wir haben hier beispielsweise auch einen Bestellzettel für so ein Auto und man konnte durchaus 12, 13, 14 Jahre warten, bis man so ein Auto dann bekommen hat. Der Traum eines DDR-Bürgers sah vielleicht eher so aus, denn das war ein Prototyp eines Wartburgs. Ein Prototyp, wie er dann nie in die See gegangen ist, von 1968, ein sehr, sehr modernes Design eigentlich. Es wäre ein sehr schönes Auto gewesen. Manche sagen, das war die Erfindung der Kompaktklasse. Volkswagen hat zu der Zeit ganz ähnliche Modelle schon entwickelt und es war einfach ein bisschen die Zeit quasi, die hier aus dem Auto sprach. Die Herrschenden der DDR haben sich allerdings natürlich ganz anders bewegt. Die haben eben nicht Wartburg und Trabi genutzt, sondern Produkte aus dem Westen gerne bevorzugt. Eben Erich Honecker ist sehr gerne mit Citroën durch die Gegend gefahren. Wir haben hier oben einen gepanzerten Citroën CX25 Pallas aus den 80er Jahren. Und das war dann eben das Fahrzeug, das Erich Honecker bevorzugt hat, denn er hatte eine hydropneumatische Federung. Das war bei den problematischen Straßenverhältnissen in der DDR natürlich von Vorteil, wenn man mit so einem Auto unterwegs war. Unsere Geschichte hier endet allerdings nicht mit der DDR, sondern wir ziehen auch einen Bogen in die Jetztzeit. Und was beschäftigt uns da natürlich mehr im Straßenverkehr als das Thema Elektromobilität? Wir haben hier zwei Vertreter für Elektromobilität da. Wir haben zum einen ein E-Bike oder ein Elektrorad, wie auch immer man dazu sagen will, und wir haben einen BMW i3, also einer der ersten in Serie gebauten Elektroautos dann hier in Deutschland und wir versuchen hier einen großen Bogen zu schlagen vom Anfang der Mobilität, denn da findet man ein Elektroauto von 1910 bis zur Elektromobilität heute und wagen einen kleinen Ausblick in die Zukunft und mit diesem kleinen Ausblick wollen wir jetzt den Straßenverkehr verlassen und gehen jetzt weiter in unsere Luftfahrtabteilung. Ja, Sie erkennen es unschwer, wir befinden uns mittlerweile in der Luftfahrt. Hier erzählen wir die Geschichte der Luftfahrt in Deutschland und haben uns hier ein paar Beispiele rausgepickt, vor allem auch ein paar Menschen rausgepickt, über die wir dann mehr erzählen zur Geschichte der Luftfahrt in Deutschland. Die stehen hier neben mir. Das sind sechs Pioniere der deutschen Luftfahrtgeschichte und ich will Ihnen mal zwei näher vorstellen. Einen haben Sie bestimmt schon gehört, von dem anderen vielleicht noch nicht so viel. Der eine, Otto Lilienthal, war letztlich der Pionier der Luftfahrt überhaupt, denn er ist der erste Mensch, dem wirklich ein Flug gelingt. Bis dahin sind die Menschen nur mit Ballons, wie wir auch hier einen Fesselballon sehen, durch die Luft geflogen. Und viele Menschen waren auch der Ansicht, dass es sowieso nur mit Ballons, also mit Fahrzeugen leichter als Luft funktionieren wird. Lilienthal war von Anfang an der Ansicht,
Das muss auch anders gehen. Das muss gehen wie bei Vögeln, die sind ja schwerer als Luft, können aber trotzdem fliegen. Und Lilienthal war, was wir heute sagen würden, ein Bioniker, denn er hat sich ganz genau die Flügel der Vögel angeschaut und hat daraus seine Schlüsse gezogen. Er hat dazu ein Buch von der Fliegekunst geschrieben, 1888, und das war das erste Buch, das tatsächlich die theoretischen Grundlagen auch fürs Fliegen gelegt hat. Man kann eigentlich sagen, Lilienthal ist der erste Mensch der Geschichte gewesen, der das Fliegen theoretisch verstanden hat. Er wendet das auch praktisch an und baut, wie wir hier oben einen sehen, sogenannte Normalsegelapparate. Mit denen macht er erst kleine Hüpfer, später dann schon ja, kleine kontrollierte Flüge bis zu 250, 300 Meter lang. Und er ist auch der Erste, der in Serienproduktion einsteigt und diese Normalsegelapparate tatsächlich dann auch verkauft. Leider verunglückt er 1896 bei einem seiner vielen Flugversuche, wahrscheinlich durch eine Böe, die ihn erfasst hatte, und er stirbt also sehr, sehr jung. Und ich denke, hätte er länger gelebt, hätte die Geschichte der Luftfahrt sich sicherlich anders entwickelt, aber so war es nun mal. 1896 stirbt also Otto Lilienthal. Die Entwicklung geht natürlich weiter, die geht international auch weiter, und es gibt in allen Ländern gibt's ja so richtige Fliegerhelden. Einer dieser Fliegerhelden in Deutschland war Hans Grade, von dem haben Sie vielleicht noch nie was gehört, der ist heute auch eher unbekannt. 1909 kannte den jedes Kind in Deutschland, denn Hans Grade war der erste Mensch in Deutschland, der mit einem Flugapparat einen Kurs fliegen konnte mit Kurven. Er flog eine liegende Acht um zwei Punkte, die 1 Kilometer voneinander entfernt waren, und er gewann damit den Landspreis der Lüfte. Das war damals ein großes Ausschreiben, 40.000 Reichsmark, die man da gewinnen konnte. Und Hans Grade hat den 1909 als erster Mensch gewonnen, und zwar mit dem Flugzeug hier über uns. Das ist größtenteils noch original, und wenn wir uns das da anschauen, dieses Flugzeug, mit diesem merkwürdigen Propeller, dem sehr kleinen Motor, mit dieser, ich nenne es mal Affenschaukel, in der Pilot dann saß, dann sieht man auch, das waren wirklich halsbrecherische Konstruktionen. Und das waren Menschen, die haben den Tod nicht gescheut, für dieses Ziel wirklich mit einem Motorflugzeug fliegen zu können. Hans Grade war, wie gesagt, einer der Pioniere in Deutschland und auch einer der ersten, der dann infolge seines Preisgewinns auch Flugzeuge gebaut hat. Die Entwicklung geht, das wissen wir, dann sehr rasant weiter. Das Propellerflugzeug entwickelt sich sehr, sehr schnell. Das hier ist jetzt schon praktisch das Ende der Entwicklung, was Propellerflugzeuge angeht. Der sogenannte Sternmotor. Wir haben hier einen Sternmotor von BMW von 1933, und wir erinnern uns gerade an vorhin, BMW unten. 1932 beginnen die mit der Automobilproduktion. Bei der Flugmotorenproduktion sind sie schon wesentlich weiter. Sie bauen eben solche großen Sternmotoren, wie wir hier sehen. Das war spezielle Verbrennungsmotorenentwicklung für Flugzeuge in dieser Zeit. Und diese Sternmotoren können wir heute ab und zu noch hören, denn die Lufthansa betreibt eine historische U-52, ein Junkers Passagierflugzeug mit dieser charakteristischen Wellblechhaut. Und da sind in der Regel diese Motoren dran, die dieses ganz charakteristische sonore Geräusch erzeugen, das man wirklich über Kilometer dann hört, wenn so ein Flugzeug dann über eine Stadt wie Dresden auftaucht. Ja, Sie sehen es, wir sind in einer anderen Abteilung unseres Museums angelangt, in der Abteilung, die sich mit dem Thema Schifffahrt beschäftigt. Schifffahrt, das heißt in Dresden vor allem natürlich Elbschifffahrt, denn Dresden, Sie kennen das, liegt an der Elbe. Und auf dieser Elbe fahren heute noch die ältesten Schaufelraddampfer der Welt. Wir haben die älteste Schaufelraddampferflotte hier mit der Sächsischen Dampfschifffahrt, und auch deren Geschichte erzählen wir hier im Haus. Wir haben hier sogar einen Originalbug eines dieser Dampfschiffe hier vor Ort, und den kann man auch anfassen und merkt dann auch, dass das doch ganz schön dicke Stahl ist, und man ist doch immer wieder verwundert, dass so etwas tatsächlich schwimmt. 1837 ist der erste Raddampfer hier in Dresden unterwegs gewesen, und zwar die Königin Maria, die von Johann Andreas Schubert gebaut wurde.
Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang, denn er ist auch derjenige, der hier in Dresden die erste deutsche Dampflokomotive, die Saxonia, baut. Das wäre jetzt aber ein Thema für unsere neue Eisenbahnausstellung, die ab Oktober dann zu sehen ist. Ja, die Dampfschifffahrt war hier und ist hier bis heute ein großes Thema mit Schaufelraddampfern. Allerdings, um deutlich mehr Güter transportieren zu können, war eine andere Antriebstechnik notwendig und die war doch sehr, für uns heute sehr überraschend, sehr kurios, und die will ich Ihnen jetzt auch noch hier zeigen, denn ab den 1860er Jahren gab es auch noch die Kettenschleppschifffahrt auf der Elbe, auch auf ein paar anderen deutschen Flüssen, aber auf der Elbe war es wirklich die größte Unternehmung dieser Zeit. Kettenschleppschifffahrt bedeutet, in der Elbe lag von Hamburg bis Tschechien eine durchgehende Kette. Und zwar haben wir hier einen Teil dieser Kette. Eine durchgehende Kette auf fast 800 Kilometern. Und es gab spezielle Schiffe, die sogenannten Kettenschleppschiffe, die diese Kette aufnehmen konnten. Wir sehen hier auf dem Foto eines dieser Schiffe, diese Kette aufnehmen konnten und dann diese Kette durch die Dampfmaschine durchzog und sich an dieser Kette entlanghangeln konnte. Und so konnte jetzt ein Schiff insgesamt 7 Lastkähne hinter sich herziehen, während sonst ein normaler Raddampfer nur ein so eine Lastkahn hätte ziehen können. Also das war ein immenser Zugewinn an Zugkraft und hat damit auch Sinn gemacht. Hat natürlich auch unheimlich Krach gemacht, wenn diese Kettenschlepper hier durch die Städte durchgefahren sind, dann hat man das schon sehr, sehr weit gehört. Es war relativ langsam, aber es war bis in die 1930er Jahre tatsächlich in Betrieb. So, Alltag DDR, ich hatte es vorhin schon gesagt, spielt auch hier eine große Rolle bei uns im Museum. Wir haben ein ganz tolles Exemplar hier, nämlich ein Eigenbau eines Motorbootes aus der Zeit der DDR. Der Erbauer hier, ein Herr aus Berlin, hat sich hier seinen Traum eines Motorbootes verwirklicht, mit Heckflossen, wie ein großer Straßenkreuzer, ein Cadillac in dieser Zeit vielleicht hatte, aber eben mit den Mitteln, die man in der DDR zur Verfügung hatte. Die Innenausstattung beispielsweise stammt aus einem Skoda, das Lenkrad, die Sitze. Der Motor wiederum ist ein Wartburgenmotor, der dort hinten arbeitet, aber trotz allem kam hier ein tolles Motorboot raus, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Wir haben auch das Interview mit dem Erbauer dieses Motorbootes, der tolle Geschichten erzählt aus dieser Zeit, als er mit dem Boot auf den Berliner Seen unterwegs war und durchaus auch mal von der Wasserschutzpolizei angehalten wurde, weil die sich sehr gewundert haben über dieses Boot. Ja, so viel zur Schifffahrt hier bei uns im Museum und bis zum nächsten Mal.